Der Jülicher Exzellenzpreis ist ein Preis für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Und der Name sagt es, er ist ein Exzellenzpreis. Das heißt, er ist nicht für jeden gedacht, sondern nur für die wirklich Exzellenten. Das heißt, diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen in ihrer Disziplin Impulse gesetzt haben. Das heißt, sie müssen etwas Neues gemacht haben. Der Preis ist mit 5.000 Euro verbunden. Und Exzellenz in der Wissenschaft ist nicht eine lokale Sache. Es ist eine internationale Sache. Das heißt, das, was diese jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geleistet haben, geforscht haben, das muss auch international Anklang gefunden haben. Das muss man kennen. Sie müssen zu den 5% Besten ihres jeweiligen Fachgebietes gehören. Es ist ganz wichtig, dass wir gerade diese jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die mit großem Engagement, die mit viel Hingabe, mit viel Begeisterung an die Sache herangehen, dass wir die eigentlich ehren müssten, wenn sie herausragende Leistungen vollbracht haben. Die wissenschaftliche Arbeit muss einfach originell sein. Sie müssen Impulse gesetzt haben. Und Impulse gesetzt haben heißt, dass sie nicht das gemacht haben, was alle machen, sondern sie müssen neue Pfade gegangen sein. Ansonsten können die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler nicht viel tun, denn sie können sich nicht selbst bewerben. Sie werden von ihren jeweiligen Instituten vorgeschlagen. Und das bedeutet, dass halt eben nicht alle, die promoviert haben in einem Jahr, halt eben vorgeschlagen werden können, sondern auf dieser Ebene findet schon eine gewisse Selektion statt. Das heißt, nur wenige werden jeweils von einem Institut vorgeschlagen. Jülich ist ein großes Forschungszentrum mit extrem wichtigen Forschungsgebieten, die Energie, die Informationen oder die Bioökonomie, alles Forschungsgebiete, die für die Zukunft unseres Landes, Europas extrem wichtig sind. Es gibt also keine Einschränkungen und auch die Fachgebiete, die denen an den Universitäten entsprechen, also wie Physik, Chemie oder beispielsweise Neurowissenschaften. Und deshalb passt dieser Exzellenzpreis besonders dazu, weil Jülich den Anspruch hat, exzellent in den jeweiligen Gebieten zu sein. Also exzellente Forschung trifft auf exzellente Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen. Die Jury setzt sich zusammen aus 4 Mitgliedern des Forschungszentrums Jülich und dazu kommen 4 Externe und ich bin einer dieser externen Mitglieder. Und all diese Mitglieder der Kommission sind halt eben Fachleute auf jeweils ihrem Gebiet, sodass das ganze Spektrum, was ich eben gerade angerissen habe, auch in der Kommission vertreten ist. Maximal können 5 Personen den Preis erhalten, aber wenn das Exzellenzkriterium nicht zutraf, waren es auch häufiger weniger Personen, die den Preis erhalten haben. Exzellenz ist also nicht verhandelbar. Der wichtigste Punkt ist, dass die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, der Name sagt es, exzellente Arbeiten gemacht haben. Und exzellent bedeutet, dass ich nicht in meinem Wissenschaftsgebiet auf den ausgetretenen Pfad mich bewegt habe, sondern einen neuen Pfad eingerichtet habe. Und das ist das entscheidende Kriterium. Wenn ich Impulse gesetzt habe, reicht das nicht, dass ich lokal Impulse gesetzt habe, sondern Wissenschaft ist ein internationales Unterfangen. Das heißt, das muss auch international Anklang gefunden haben. Entsprechend heißt das, dass die Publikationen in internationalen Zeitschriften abgelaufen sind, beziehungsweise auch für die Patente gilt das Gleiche. Also Exzellenz ist das große Kriterium dabei. Von jedem Kandidaten, jeder Kandidatin, die vorgeschlagen werden, werden zunächst einmal 3 externe Gutachten, internationale Gutachten eingeholt. Gutachten von Fachleuten der jeweiligen Disziplin. Und man versucht immer mindestens 3 Gutachten einzuholen, dass auch ein Spektrum auch abgedeckt wird. Für jeden dieser Kandidaten und Kandidaten sind 2 Personen aus dem Gremium zuständig, die das, was die Kandidaten und Kandidatinnen geleistet haben, darstellen müssen, sodass es jeder versteht, und die aber auch dann die Gutachten in die Bewertung einbeziehen müssen. Und das zusammengenommen ergibt dann ein Gesamtbild, das dann intensiv in der Jury diskutiert wird. Und daran schließt sich immer eine lebhafte Diskussion an. Und in der ganzen Zeit, seitdem ich Mitglied dieser Kommission bin, ist es niemals vorgekommen, dass wir nicht einstimmig waren. Das heißt, alle Personen haben die jeweiligen Kandidaten mit vollem Herzen getragen. Und das zeigt eigentlich, dass die Jury eine gute Arbeit gemacht hat. Der Exzellenzpreis ist ein hochkompetitiver Preis. Und das ist bekannt. Damit ist der Preis mit einem sehr hohen Renommee verknüpft.
Und Renommee ist für den Wissenschaftler eine ganz entscheidende Währung. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, sind von den 15 Personen, die den Preis in den Jahren von 2009 bis 2014 erhalten haben, 8 auf einer Führungsposition in der Industrie gelandet und 6 Personen haben Professorenstellen an Universitäten erhalten. Also der Preis war ausgesprochen erfolgreich. Das unterstreicht also, dass dieser Preis so ein gewisses Sprungbrett ist für eine wissenschaftliche Karriere. Sei es in Forschungsinstituten, an der Universität oder aber auch in der Industrie. Und wenn wir uns die Probleme anschauen, die dieser Welt blühen, die diese Welt zu bewältigen hat, dann braucht sie dafür exzellente, begeisterungsfähige, engagierte, junge Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen. Also bleiben Sie dabei, die Wissenschaft braucht Sie.